Herzlich willkommen bei Overland Experience zu einer neuen Folge. Mein Name ist Alan und das heutige Thema in unserem Video ist Starkse versus Einzelradaufhängung. Und genau das ist das Thema, wo sich viele Allradfahrer am Lagerfeuer darüber unterhalten. Was ist eigentlich das Bessere? Habe ich lieber ein Auto mit einer Starkse oder tut es auch die Einzelradaufhängung? Denn die Frage ist ja die, können Fahrzeuge mit Starkse genau das gleiche wie die Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung? Oder wo genau liegt vor allem der Unterschied für dich, wenn du dir überlegst, dir ein Allradfahrzeug anzuschaffen? Und wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib dran. Fangen wir also an, was zum Teufel ist eine Starrachse? Und bei einer Starrachse kannst du dir das folgendermaßen vorstellen. Du hast im Prinzip eine massive, ich nenne es mal Stange, und auf beiden Seiten sind die Räder angebracht. Und bei einer Starrachse ist es so, da bewegt sich, wenn du über einen Stein fährst, immer gleich die ganze Veranstaltung, weshalb sich eine Starrachse auch so ein bisschen fährt wie ein LKW. Und mich erinnert das immer so ein bisschen an Dinosaurier. Denn Starrachsen sind wirklich so das Älteste der Technik, was es so gibt, und wurden schon seit eh und je eingesetzt. Haben allerdings einen Vorteil: wenig bewegte Teile und damit halt unglaublich robust. Und genau deswegen lieben wir Starrachsen, denn wenn du mit einer Starrachse über einen Fels fährst, dann bewegt sich immer gleich das andere Rad auch mit. Das heißt, die beiden Räder arbeiten immer im Team, bewegt sich das eine, bewegt sich das andere. Das heißt, es ist richtige Teamarbeit, die beiden gehen immer durch dick und dünn. Jetzt kommen wir zur Einzelradaufhängung, und bei der Einzelradaufhängung ist es genau andersrum, denn jedes Rad hat bei der Einzelradaufhängung sozusagen seine eigene Freiheit. Das bedeutet, fährst du mit dem linken Rad über einen Stein, ist es so, dass das rechte Rad davon vollkommen unberührt bleibt. Und das ist wie in einer guten Beziehung. In einer guten Beziehung, da bietet der eine dem anderen ja auch bekanntlich immer seine Freiheit. Und das ist auch einer der grundlegenden Punkte. Viele moderne SUVs, aber auch die Pickups zum Beispiel, wie der Ford Ranger, wie die X-Klasse, wie der Toyota Hilux und alle anderen eben auch, besitzen mittlerweile vorne die Einzelradaufhängung. Und das ist ein großer Vorteil, denn diese Fahrzeuge fahren sich einfach viel, viel bequemer auf der Straße, was die Autos nicht zwangsläufig zu Softroadern macht. Das sind immer noch Offroader. Das ist ein anderes Kapitel. Aber dennoch muss man sagen, auf der Straße hat natürlich absolut die Einzelradaufhängung die Nase vorn. Kommen wir also im nächsten Schritt zu den Vorteilen der Starrachse. Und die Starrachse hat im Wesentlichen zusammengefasst drei Vorteile. Der erste Vorteil ist ganz klar das Thema Robustheit. Denn bei einer Starrachse hat man deutlich weniger bewegte Teile und somit können natürlich auch weniger Teile kaputt gehen. Das bedeutet, für die Leute, die wirklich Overlanding machen oder wirklich den Schwerpunkt auf dem Thema Robustheit haben, ist die Starrachse natürlich eine sehr schöne Sache und ist natürlich nach wie vor sehr gefragt, obwohl es ja im Prinzip eine Dinosauriertechnik ist. Der zweite Vorteil ist eindeutig das Thema Traktion. Denn wenn ein Rad auf der einen Seite irgendwo über einen Stein fährt, haben wir durch die höhere Verschränkungsfähigkeit bei den Fahrzeugen, das bedeutet, dass die Achsen sich, naja, wie man schon sagt, eben gegenseitig verschränken kann, eine viel höhere Möglichkeit, dass eben alle Räder nach wie vor auf dem Boden bleiben. Und das ist natürlich im Rahmen der Traktion ein großer Vorteil. Und der dritte Punkt ist, es gibt wenig bewegliche Teile. Das heißt, diese Achskonstruktion ist immer einfach, sie ist relativ leicht zu warten und hat damit einfach gegenüber den Einzelradaufhängungen natürlich gewisse Nachteile. Denn bei einer Einzelradaufhängung habe ich natürlich viele Gelenkwellen. Bei einer Starrachse ist es dann deutlich einfacher. Natürlich bei der Vorderachse habe ich noch Homokineten. Das heißt, ich muss ja irgendwie die Drehung des Rades beim Lenken noch beeinflussen können. Aber ansonsten sind Starrachsen sehr einfach gehalten. Was natürlich für die Overlander, also die, die weit wegfahren und eine hohe Zuverlässigkeit benötigen, ein wahrer Bonus. Aber ganz ehrlich, wo es Vorteile gibt, da gibt es selbstverständlich auch Nachteile. Und bei den Starrachsen haben wir natürlich nicht nur Vorteile, wie eben schon gesagt, sondern eben auch Nachteile.
Und ein großer Nachteil bei der Starrachse ist definitiv der Fahrkomfort. Wer schon mal in ein Fahrzeug mit einer Starrachse gefahren ist, möglicherweise auf der Autobahn, der weiß ganz genau, dass es sich nicht wie ein Auto anfühlt, sondern eher wie ein Panzer oder ein Dinosaurier mit vier Rädern. Ja. Demnach Starrachsen super im Gelände, allerdings auf der Autobahn absoluter Graus. Und wenn man viele, viele Kilometer mit so einem Fahrzeug auch erstmal zum Offroad-Gelände oder zur Piste fahren muss, dann ist natürlich die Starrachse an der Stelle unter Umständen nicht das Richtige. Der zweite Punkt ist das Thema Wendigkeit und auch die Kurvenlage. Denn Starrachsen neigen einfach dazu, nicht so präzise zu lenken wie eine Einzelradaufhängung. Gut, hängt auch wieder hier natürlich vom Fahrzeug ab, das ist ganz klar. Im Prinzip muss man aber sagen, es gibt Fahrzeuge, und dazu zähle ich jetzt auch mal zum Beispiel den Land Rover Defender. Wenn der nicht gut eingestellt ist, dann fährt der auf der Autobahn auch hin, wo er will. Und das ist natürlich auch ein großer Nachteil. Ja, und der dritte Nachteil ist tatsächlich die Bodenfreiheit im Gelände. Denn in der Mitte dieser Achskonstruktion hängt natürlich immer das Mitteldifferential. Und wenn das relativ weit runterkommt und ich irgendwo auf einen Stein drauf fahre oder generell zum Beispiel, ja, ich irgendwo in Spurrinnen fahre, dann kann es schon tatsächlich sein, dass ich relativ viel Bodenfreiheit benötige, die ich dann tatsächlich mit so einer Starrachse nicht habe. Und das wäre der dritte Nachteil bei einer Starrachse. Und kommen wir als nächstes zu den Vorteilen der Einzelradaufhängung. Und der erste Punkt oder der erste Vorteil der Einzelradaufhängung ist ganz klar der Komfort. Denn wer schon mal einen Land Rover Defender oder ein Suzuki Jimny oder ein Ineos Grenadier gefahren ist und das verglichen hat mit einem zum Beispiel Toyota Hilux oder einem Ford Ranger, der wird festgestellt haben, dass es hier vom Fahrkomfort, vom Fahrhandling wahnsinnige Unterschiede gibt. Wobei man hier auch sagen muss, dass natürlich trotzdem die Pickups, also speziell Hilux und auch der Ranger, hinten immer noch eine Starrachse haben, aber eben vorne eine Einzelradaufhängung. Und hier ist es ganz klar, dass sich so ein Ford Ranger wesentlich komfortabler auf der Straße fährt, eben als ein Fahrzeug, das vorne und hinten Starrachsen hat. Der nächste Vorteil von einer Einzelradaufhängung ist natürlich ganz klar der Nachteil von einer Starrachse. Ich habe nämlich bei einer Einzelradaufhängung immer jede Menge Bodenfreiheit. Denn ich habe eben nicht das Differential in der Mitte, das sitzt etwas weiter oben und habe deswegen hier viel besser die Möglichkeit, ja, über hohe Dinge drüber zu fahren oder drüber zu kommen. Und muss auch nicht sonderlich darauf achten, ob ich da jetzt gleich mit meinem Differential hängen bleibe. Ja, und der dritte, nicht zu unterschätzende Bereich oder Vorteil ist der, dass ich natürlich einen wahnsinnigen Gewichtsvorteil habe. Denn Starrachsen, muss man schon sagen, das ist alles richtiges schweres Metall, das ist richtig massiv, was natürlich auch wirklich im harten Gelände ein wahnsinniger Vorteil ist. Und bei der Einzelradaufhängung habe ich natürlich viel, viel weniger Metall, viel, viel weniger Material, was am Ende ja auch dafür sorgt, dass ich ein wesentlich geringeres Gewicht habe und dadurch ein deutlich agileres Fahrzeug in Summe. Und es ist also die Frage, ne, was will ich? Will ich eine Starrachse haben, die schwer und robust ist, oder will ich eher die, ich nenne es mal schwächere Variante, aber die wesentlich agiler ist und am Ende auch, na, ich sag mal, auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Kommen wir zu den Nachteilen der Einzelradaufhängung. Und der erste Punkt, der hier bei der Einzelradaufhängung definitiv ins Gewicht fällt, ist das ganze Thema Robustheit. Denn bei der Einzelradaufhängung habe ich natürlich viel, viel mehr bewegliche Teile. Und viel, viel mehr bewegliche Teile bedeutet, dass viel, viel mehr kaputt gehen kann. Ich habe wesentlich mehr Buchsen, ja, ich habe wesentlich mehr Lenker. Und die Komplexität tatsächlich, wenn man auch zum Beispiel unter einen Ford Ranger oder einen Hilux drunter schaut, wie die Aufhängung hier gestaltet ist, ist natürlich was ganz anderes, als wenn man sich eine Starrachse anschaut. Der nächste Punkt ist damit einhergehend natürlich auch das Thema weniger Robustheit. Das bedeutet, dass wenn ich wirklich lange Strecken reise, es gibt ja viele Leute, die auch tatsächlich eine Weltreise mit solchen Fahrzeugen machen,
dann ist es wahrscheinlich empfehlenswert, auf ein Fahrzeug zurückzugreifen, das eine Starrachse hat, weil im Fall der Fälle, wenn was kaputt geht, wir die Möglichkeit haben, sowas viel, viel einfacher zu reparieren. Also wenn es ums Thema Bushfixes geht, ja, da gibt es Leute, die schrauben ihre Starrachse an Ort und Stelle auseinander, fixen die irgendwie wieder zusammen und fahren damit weiter. Das ist unter Umständen bei einer Einzelradaufhängung nicht ganz so einfach. Und wenn mal was kaputt geht, dann hat man, je nachdem was für ein Modell man fährt, natürlich in manchen Bereichen der Welt nicht ganz so leichte Möglichkeiten, hier wieder eine passable Lösung zu finden. Ja, und dann habe ich natürlich im dritten Schritt auch Traktionsnachteile im Gelände. Ich hatte vorhin schon gesprochen von dem Thema Verschränkung, und Fahrzeuge, die eine Einzelradaufhängung haben, verschränken einfach nicht so gut. Und ich will ja beim 4x4 fahren, beim Allradfahren, nach Möglichkeit immer alle vier Räder auf dem Boden haben. Warum? Ganz einfach, naja, ich will Traktion haben, ich will vorankommen. Und wenn es natürlich ein Beinchen anhebt, ja, dann komme ich maximal mit Sperren voran. So eine Diskussion hatte ich mit Kollegen, die Synchro-Busse gefahren sind, also T3 Synchro, aber auch T4 4Motion ist es ja dann schon. Und diese Fahrzeuge sind sehr, sehr häufig mit Sperren ausgestattet. Müssen die auch, denn wenn ich keine gute Verschränkungsfähigkeit habe und ich trotzdem Vortrieb haben will, dann helfen hier Sperren. Und ideal ist es natürlich, wenn man alle Räder auf dem Boden hat und zusätzlich auch noch Sperren drin, dann kommt man am weitesten beim 4x4 fahren. Und somit kompensieren Sperren natürlich gewissermaßen die Nachteile einer Einzelradaufhängung, und die Kombination ist vermutlich das Beste, ja, wie zum Beispiel beim Toyota Hilux und beim Ford Ranger und einigen anderen Pickup-Modellen, die eben vorne eine Einzelradaufhängung haben und vor hinten eine Starrachse. Übrigens auch beim Lada Niva wird das Ganze sehr erfolgreich seit vielen Jahren so praktiziert. Es sind also gängige und gut funktionierende Offroader, die ein wahnsinniges Potenzial beinhalten. So Freunde, dann kommen wir zum Punkt, und zwar nach der Frage, was ist eigentlich besser? Und die Frage sollte eigentlich eher lauten, was ist besser wofür? Und wenn du natürlich eher Hardcore Offroad fahren willst oder das Potenzial haben willst, Hardcore Offroad zu fahren, dann ist vermutlich die bessere Wahl die Starrachse. Denn sie ist kompromisslos, sie ist schwerer, sie lässt sich aber auch nie im Stich, muss man tatsächlich sagen. Wenn du allerdings dein Fahrzeug eher zu einem Overlander ausbauen willst, zu einem Fahrzeug, wo du wirklich lange Strecken reist und doch auch mal Offroad hast, dann ist vermutlich die Einzelradaufhängung die bessere Lösung für dich. Das heißt, du solltest dir Gedanken machen, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Willst du wirklich einen kompromisslosen Offroader haben oder willst du ein Allround-Fahrzeug haben? Und danach solltest du dich entscheiden, was für ein Fahrzeug hättest du gerne. Was fährst du denn? Einzelradaufhängung oder Starrachse? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn du mehr Offroad-Content und mehr Overlanding-Content haben willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und denk dran, auch als Overlander, als Offroader brauchst du ein bisschen Achsenwissen. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Clip. Und immer genug Platz unter dem Differential wünsche ich dir und allzeit gute Fahrt.